In diesem Video möchte ich Sie über das Projekt Computergestützte Stimmenauszählung informieren. Wahlen und vertrauliche Abstimmungen per Stimmzettel stellen bei einer größeren Zahl von Stimmberechtigten einen sehr zeitaufwendigen Vorgang dar, vor allem wenn mehrere Wahlgänge oder Stichwahlen notwendig sind. Dann führen die Auszählungen und Auswertungen zu langen Leer- und Wartezeiten. Die Verwendung von elektronischen Stimmgeräten ist wegen der hohen Kosten, vor allem jedoch aufgrund der enormen IT-sicherheitstechnischen Gefahren und Manipulationsmöglichkeiten keine empfehlenswerte Alternative. Später dazu mehr. Bei der computergestützten Stimmenauszählung erfolgt die Wahl herkömmlich durch Ankreuzen des Stimmzettels. Die eingesammelten Stimmzettel werden per Scanner ausgelesen und per Software ausgezählt und ausgewertet. Der Vorteil des Verfahrens im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Auszählung ist die erhebliche Zeitersparnis. Anhand eines Beispiels wollen wir uns das nun konkret ansehen. Beispiel: Akzeptanzwahl mit 40 Kandidaten und 10 Positionen, die zu besetzen sind. Was ist der erste Schritt? Die Kandidaten werden aufgerufen zur Kandidatur und in eine Excel-Liste eingetragen. Wenn die Liste geschlossen ist, könnte man mit dem Drucken der Stimmzettel beginnen. Oftmals ist es jedoch gewünscht, dass die Kandidaten für die Vorstellung nochmal gemischt werden, die Reihenfolge der Vorstellung. Das Mischen der Kandidatenlisten per Zufallsgenerator ist programmiert und kann durch den folgenden Button ausgelöst werden. Okay, die Kandidaten sind gemischt und können sich in dieser Reihenfolge vorstellen. Während der Kandidatenvorstellung bzw. nach der Kandidatenvorstellung können die Stimmzettel ausgedruckt werden. Die Stimmzettel werden automatisch vom System ausgefüllt anhand der Kandidatenliste. Nach der durchgeführten Wahl müssen die Stimmzettel eingesammelt werden und auseinandergefalten und ein schöner Stapel gemacht werden. Das Scannen kann übrigens in mehreren Stapeln erfolgen. Hier haben wir einen Stapel von 50 Blättern. Als nächstes lege ich den Stapel in den Scanner ein und starte in der Software den Scanvorgang. Für das Scannen sind spezielle Scanner mit ISIS-Schnittstelle notwendig. Der hier verwendete Scanner liegt eher im unterpreisigen Segment und ist auch bei der Scangeschwindigkeit mit 30 Blättern pro Minute einer der langsameren Spezialscanner. Auf der Softwareseite sieht das dann wie folgt aus. Hier sehen wir den Scanvorgang und die Stimmzettel, die gleich beim Einscannen schon digital ausgewertet werden. Der nächste Schritt ist das Starten des zweiten Softwarepakets. Zum Starten des Stimmzettelprogramms klicke ich einfach auf diesen Button hier. Im Anschluss muss man nochmal den Wahlgang eingeben. Wahlgang 2 hatten wir. Und den Stapel, Stapel Nummer 1. Das Programm beginnt nun zu laufen. Falls man keinen weiteren Stapel mehr einscannen muss, kann man hier auf Nein klicken und das Programm beginnt die Auswertung und erstellt die entsprechenden PDF. Drei Stück an der Zahl. Einmal eine Auswertung, eine einfache Auswertung, zum zweiten eine Auswertung aller Stapel, diese hier, und zum dritten dann schon eine sortierte Auswertung mit Reihung.
Fertig. Die komplette Akzeptanzwahl ist ausgewertet. Die Kandidaten sind gereiht. Hier von 1 bis 18. Weiter unten finden sich die Kandidaten mit N gekennzeichnet, welche nicht mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen hatten und dadurch nicht gewählt sind. Zum Schluss noch der Vergleich des Zeitbedarfs beim manuellen Verfahren und dem computergestützten Verfahren. Hierzu als Beispiel die Wahl des Konvents am Landesparteitag der AfD Bayern am 7. Januar. Dort wurde im Akzeptanzwahlverfahren aus 40 Kandidaten in etwa 10 Positionen, also 10 Delegierte, gewählt. Anwesend waren etwa 200 Stimmberechtigte. Dieses Verfahren, die Auszählung und die Auswertung dieses Akzeptanzwahlverfahrens, hat mehr als 3 Stunden in Anspruch genommen. Beim computergestützten Verfahren können Sie davon ausgehen, dass bei einer guten Organisation und Einweisung der Zählkommission der ganze Vorgang innerhalb von 15 Minuten abgehandelt gewesen wäre.